Wir haben den 18. März im Jahre 2018. Eine Kostprobe des Casio Keyboards CTK651. Als ich das erste Mal vor einem Casio CTK651 saß, entlockte ich ihm diese Töne. Ich konnte vor Begeisterung meinen Mund kaum schließen. Das Keyboard gehörte meiner damaligen Liebhaberin. Es war ein Geschenk von ihrem Mann. Das Keyboard hat mich derartig angeflasht, dass ich mir dann kurze Zeit später mein eigenes gekauft habe. Wie man sieht, es hat einige Staubflecken, das heißt, ich nutze es viel zu selten. Nachdem ich ein Keyboard meiner kleinen Nichte geschenkt habe, habe ich es jetzt am Wochenende noch einmal herausgeholt und ich bin begeistert wie am ersten Tag. Das Keyboard bietet 100 Rhythmen und 200 verschiedene Klänge. Es hat eine Anschlagdynamik, mit der ich aber nicht so gut zurechtkomme. In dem Hall-Modus ist die Qualität des Klanges einfach berauschend. Wie üblich dürften die meisten Instrumente die gesamte Klaviatur nicht sauber abdecken. Für Klavier gilt das jedenfalls nicht. Das Klavier klingt von vorne bis hinten natürlich und gut. Das Keyboard hat auch einen Pitch. Es hat einen MIDI-Anschluss. Leider habe ich ihn noch immer nicht verwendet, was ich mir immer vorgenommen habe. Ich schlage mal vor, wir hören uns ein paar vorgegebene Rhythmen an.
Abhängig von der Wahl des Rhythmuses klingt natürlich dann auch die Begleitung anders. Ich mache hier mal ein Beispiel. Neben den vielen Rhythmen hat das Keyboard natürlich auch diverse Töne. Neben dem hier erwähnten Klavier ist eins meiner liebsten Klänge die Strings. Was ich auch mag, ist String Piano. Das bedeutet, es ist Klavier und Gitarre in einem Ton. Piano to String, Nummer 143. Das fängt also an mit einem Klavier und geht dann in Strings über in die Geigen. Funktioniert natürlich nur, wenn der Ton entsprechend lang ist. Sonst ist das Klavier das Dominierende. Weitere schöne Töne sind die Stimmimitationen, wie der Chor A oder Do. Ein weiterer sehr schöner Klang ist der Orchesterhit. Da ich leider nicht viel auf dem Keyboard spielen kann, ich habe schon lange nicht mehr gespielt, werde ich zum Abschluss noch drei, vier Kostproben abgeben, die jedoch keinen Anspruch auf hohe Qualität beinhalten. Thank you.